Hey. 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 Jan, möchtest du was sagen? Nö. Okay. Komm zurück zu Data Sandwich, I guess. Letzte Folge haben wir hier aufgehört. Jan hat wundervolles Internet. Wie? Ich hab Internet. Und eigentlich wollte ich diese Folge in eine Mine gehen und das Zeug und so. Aber ich habe hier oben kein Wasser gefunden und ich will nicht runterspringen und teleportieren. Und als ich nach Wasser gesucht habe, habe ich da drüben einen Tower gefunden. Das heißt, Jan, du folgst mir jetzt und wir machen Tower. Au, Bitch. Bruder, wer Internet, du? Ja, wer hat hier Internet? Wer hat hier das Internet? Du auf jeden Fall nicht. Bruder, wer Internet? Jan. Oh, hier ist Wasser. Oh, hey, ich sehe den Tower auch. Oh, hey, hier könnte ich runter. Ich gebe gleich Shatter. Übrigens, ich habe auch gesehen. Hab dich nur mit der Spitzhacke geschlagen, beruhig dich. Und mit dem Schwert davor. Mann. Ja, das ist deine Schuld. Was, soll ich dir gesagt, du hast den Internet? Ja, glaube ich. Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist deine Schuld. Punkt. Arrogant. Nimm du halt mit. So oder so, ich bin vorhin ins Dorf reingegangen, man sieht ja auch, hey, Gott, bad om. Och, du heilige Scheiße, leck das. Und dem Server geht's gerade nicht so gut, wie man vielleicht sehen kann. Der ist nämlich gecrashed, als ich dann in... Athenus. Ja, ja. Athenus hat mal wieder Schluck auf. Also als ich in das Dorf reingegangen bin und außerdem bad om aktiviert habe, da habe ich den Server gecrashed. Hierher gekommen. Ich bin außenrum. Über der Treppe. Barrel. Bone. Beetroot. Pumpkin. Apple. Töte die Spinne. Ja, Jan. Ja. Zwei Spinnen, 2 FPS. Ich nehme die Kerzen mit. Die Kerzen. Was ist da oben drin? Potion of Slow Falling, Chainmail, Chestplate, 2 Wassereimer, Halsspitzhacke und 2 Wassereimer und 4 Pfeile. Ich wusste, dass wir hier drüben Wasser finden. Wow, das ist. Ja. Ich meine, ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass, ne? Ich sag's immer wieder. Wenn du Wasser suchst, dann geh einfach auf den nächsten Berg. Ah, ich sehe. MLG hat nicht funktioniert. Aber ne, ich bin... Ey, ich habe ja erzählt, dass ich wegen Wasser und so rumgelaufen bin, ne? Ich wollte mal, oh hey, ich bin zu Hause. Wer hätte gedacht? Ich wollte so eine kleine intuitive Wasserquelle machen, weil wir haben gefühlt nirgendwo in der Nähe Wasser. Aber ja, vielleicht ist da was drin im minimal sarkastischen Unterton und hey, da war Wasser drin. Was für Sarkasmus, Alter. Das war nur die Wahrheit. Ja. Okay, Jan. Ich schnauze. Hör mal die Schnauze. Das ist ein sehr glücklicher Zufall. Hey, warte mal. Hör mal die Schnauze. Hey, Schnauze. Hey. Halt die Schnauzen, beide davon. By the way, ich hab überlegt, mir Chillen mit Jesus zu kaufen. Jan, dann chillst du mit dir selber. Nee, das ist ein Buch. Mach MLG. Junge. Der Punkt ist, dass ich da oben das Wasser platziere, damit ich das nicht machen muss. Fucking. Bitch. Ich bin aber im Wasser gelandet. Nachdem es runtergeflossen ist, oder was? Das hört sich an, als ob einfach meine fucking Rüstung explodiert. Hast du schon Shattering bekommen? Ja. Gleich beim ersten Mal. Wie sieht der Effekt aus, Jan? Möchtest du den demonstrieren? Nein. Kerze. Verpiss dich. Fick dich. Ich muss meine Kerze wieder einsammeln. Sehr schön. Dankeschön. Oh, das dauert echt lange.
Hallo? Ich habe die Kerze nicht eingesammelt. Bastard! Was war die Kerze? Ich hab sie runtergeworfen, also. Du hast die Kerze. Ja, du hast die Kerze ermordet. Ich hab einen Creeper gefunden. Du hast die Kerze. Ich hab sie ermordet. Kaltblütig. So. Währenddessen kümmere ich mich hier um der Klinge, schätze ich. Ah, Zombie. Ja, das ist es ja ganz Aufgabe für die Folge. Er pflanzt uns im Wald an. Und wenn ich keine Lust mehr hab, dann fange ich an, so eine Art Überdachung zu bauen. Die ich 90%iger Wahrscheinlichkeit irgendwie umbauen werde. Aua. Erstmal ein bisschen ausleuchten da. Und hier brauchen wir auf jeden Fall einen Wasserfahrstuhl. In der Höhle. Ja. In der Höhle. In der Höhle. In der Hole of Lagol. In der Höhle von Lego. Alter, ich. Lego. Ich kann keinen Block mehr als weniger als 30 Mal abbauen. Ja, nee, ich wollte gerade eigentlich auch 3 Eisenblöcke abbauen, aber. Naja, der erste hat sich gerade abbauen lassen. Heilige. Ja, nee, wir machen nur die Folge. Ja. Ach. Es ist. Ekelhaft. Denkst du, es liegt daran, dass es Samstagabend ist? Möglich. So, warte. Aber sonst machen wir ja auch Samstagabends. Dingens. Ja. Fair. Ist was? Brauchen gerade keine Kohle. Die baue ich nicht noch 10-mal ab. Hä? Hab ich gerade. Ne, okay, ist der Stalaktit. Ne, war der Stalagmit. Stalaktit kannst du dir am Titten. Ja, tatsächlich weiß ich das von. Tatsächlich weiß ich das aus genau dem Grund. Aber es war auch eine ganz weirde Verbindung. Weil das war damals durch. Weißt du, was die Werner-Serie ist? Natürlich. Ja. Da wurde der Vergleich gemacht. Das war vor ewig vielen Jahren und genau dadurch weiß ich das auch. Willst du mal was wissen? Du auch? Ja. Ich hab. In meiner Familie sind. Waren 4 Biker. Mein Dad ist ein Biker. Ist mir schon aufgefallen. Echt? Woran das denn? Weiß ich nicht, vielleicht an eurer Garage. Vielleicht an dem fetten fucking Motorrad. Weiß ich nicht. Da ist eine sehr interessante Mine. Es ist pur Granit. Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass diese Adern von anderen Steinen und so größer sind. Ich glaube, irgendwo war ein Abteil, der komplett aus Andesit war. Aber damn. Fun Fact für die Zuschauer, der Uropa von mir, von dem ich hin und wieder rede in einigen Folgen, der war ein Biker, dann ist sein Sohn Biker, sein Sohn wollte Biker werden. Der Bruder von meinem Opa, also meinem richtigen Opa, nicht meinem Uropa, die Schwester da ist Bikerin gewesen. Und irgendwer war noch, aber das weiß ich nicht mehr. Was, wenn du als Kleinkind Biker warst? Ich hab mein fucking Fahrrad. Nee, ich bin als Kind Trike gefahren. Bei meinem Uropa auf dem Trike. War ganz angenehm. Ich überleg mir, Führerscheine zu holen, dass ich Trike fahren kann irgendwann. Und besorge ich mir einen fucking Trike, wenn ich genug Geld hab. Ich hab grad schon einen kleinen Janni auf einem Motorrad gesehen. Trike ist falsch, es war ein Quad. Quad ist nice, aber wenn du den Gewichtsschwerpunkt nicht im Griff hast, ne? Ich weiß, ich hab's selbst erfahren. Ich bin nicht mit Begleitung gefahren. Oh. Keine Sorge, ich hab mich nie gemault. Nee, ich glaube, wenn du mich da maulst, kannst du auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ich glaube, es geht dann eher nach vorne los. So, Ja, aber nee, ich bin 3-mal fast runtergefallen. Oh mein Gott. Ehrlich gesagt, teils beabsichtigt, aber pssst. Ah. Jan, ich habe was Sickes gefunden. Hab ich gehört. Sieht man zum Chat? Nein. Es ist ein Notch Apple.
In der Mindchat. Minecraft-Chest? In der Mindchat. Das ist eine Minecraft, Social Media App, nur halt inside von Minecraft. Mein Diamond. Was ist denn? Echt? Oh, Creeper. Das ist ein was? Das ist ein echt großer Minenschacht. Und ein Creeper? Oh man. Würde der bitte sterben? Würde der Baum bitte sich endlich abbauen? Ich glaube, der mag heute nicht so. Ich glaube, der Server beruhigt sich sogar halbwegs. Ja, so mit der Zeit. Es geht schneller. Ich muss noch zweimal bauen. Bei mir reicht einmal abbauen und dann eine halbe Minute warten. Ich glaube, die Folge wird Lägelottel heißen. Nein. Falsche Serie. Genau. Okay. Wie dann? Arschloch. Ich lasse übrigens extrem viel Eisen aus. Cave Spider Spawner. Ich möchte irgendwie Lag und Zwerg Dwarf. In einen Wortwitz verpacken. What? Okay, okay. The Lag Dwagalottle. Ey, nix so Lottle. Das hört sich mehr nach so einem billigen Swag an. Ist es auch. Alter, da sind gerade Spinnenweben wieder aufgetaucht, ne? Ich dachte so, oh mein Gott, seit wann können die denn Spinnen bauen, die Spinnen? Was? Warte, lass mal ein Brainfuck. Ich weiß nicht, seit wann können Spinnen denn Spinnen bauen? Das ist mir auch neu. Oh, es sind so ein fucking Spinnenmechatroniker. Ich bin Spinnenstein! Oh, das erinnert mich so an, Ja. Stell dir vor, wir werden Roboter und würden einfach neue Roboter bauen. Holy shit. Roboception. Oh mein Gott, ich will es auch gerade sagen. Nein, du wolltest Roboception sagen. Du hast Robception gesagt? Nein, ich sagte Robot-Section. Section? Section. Sex. Was? Da fällt mir ein. Ich hatte... Schön, dass dir was bei Sex einfällt. Ich hatte letztens eine interessante Idee für Aftershit. Und Sex. Die ist eben, als ich shitten gewesen bin, nochmal aufgekommen. Und zwar neue Tech-Varianten. Techpoint Shit oder was? Ich überlege bei einem Techpoint S. Aber... Techpoint Shit, yeah. Ich will irgendwie Tech Y und Tech Z machen. Dass wir Tech XYZ haben. X steht aber nicht für X, sondern für 10. Korrekt, aber es ist X. Es ist noch eine Mischung. Ich habe noch eine sicke Höhle gefunden, relativ in der Nähe. So oder so, wie ich mir das vorstelle, ist halt das eins davon, ist, dass du schießt ganz normale Tränen, aber die Tränen sind elektrisiert. In dem Sinn, dass sie so einen kleinen Puls abgeben, wenn sie einen Gegner treffen. Du meinst Jacobs Ladder, glaube ich? Nein, so einen richtigen 360-Grad-Puls. Weißt du, wie es aussieht, wenn Tech-X eine Wand trifft? Es stirbt entweder oder es slidet daran weg, je nachdem, aus welchem Angle du geschossen hast. Ja, so, dass es halt basically stirbt. Und stell dir die Animation vor, aber es macht Schaden. Okay. Dass du basically einen richtigen Splash hast darauf. Ich würde da eher weniger, wie auch immer du das genannt hast, machen sollen, mehr E-Source Ladder oder so. Weil es ja essentially Jacobs Ladder ist, aber ein wenig anders. Nee, es ist so, der Jacobs Ladder war ja, du triffst den Boden und dann kommt von dem Punkt aus ein Laser, ein elektrischer Ding auf den Gegner. Aber das ist ja nicht, dass ein spezifisch auf den Gegner irgendwas geaimt kommt. Es ist auch nicht spezifisch auf den Gegner geaimt. Es ist in eine random Richtung mit Tendenz zu Gegnern gelenkt. Auf jeden Fall soll es mehr so eine Tech-Explosion sein. Okay, ich bin an einen Punkt gegangen, wo ich eine große Höhle runterdroppen muss. Aua! Einfach mal Musiker geworden mit dem Grund. Aua! Au! Und ich habe hier jetzt Kohle abgebaut und ich gehe nach Hause.
Wo ist zu Hause? Aua. Nicht hier. Ich sterb. Ja, Kavala, hör auf mit der Musik. Ladadi, ladada, mein Rektum tut weh. Wieso reden heute alle, ob nun, instinktiv gewollt über den fucking SpongeBob-Film? Was ist los mit euch allen? Oh, das geht tief. Yeah. Erst Sky, dann, glaube ich, Tommy, dann ich, jetzt du. Yo, ich hab ein Sandwich gefunden. Sandwich? Also ein Stein-Sandwich, basically. Also. Wir müssen noch mal nach Sandwiches gucken. Ja, wir brauchen ein Data-Sandwich, ein Data-Sandwich. Wir brauchen ein Data-Sandwich, ein Sandwich-Data, so. Ist das wieder die große Höhle, wo es rausgeht? Oh mein Gott, nein, aber es geht noch weiter. Oh, wow. Holy Jesus. Ja, was? Ich hab gesagt, holy Jesus. Ja, was gibt's? Ist Jesus aber nicht holy. Diamonds? Entschuldigung, ja. Diamond? Sag mir nicht, du glaubst auch an den Scheiß irgendwie, oh, hi, Diamond. Dass die Kirche als Bibel verkauft. Sorry, versuchst du gerade edgy zu sein? Nein. Ich warte auf Bibel. Das in Klammern Ja im Chat. Wow, das sind Hells. Oh. Die einzig wahre Bibel, die ich jemals anerkennen werde. Das ist mein Tagebuch. Nein, das ist die Eisen. Aber guter Vorschlag. Ich muss anfangen, Tagebuch zu schreiben. Ach ja, ich habe auch noch einen anderen Vorschlag für eine neue Tech-Variante. Aus. Und zwar, basically, dass du einen Puls hast, der von dir ausgeht in irgendeiner Form. Larynx. Ist nicht elektrisch, aber Larynx. Larynx? Ja, das ist die Space-Item, das du auflädst und dann, je nachdem wie voll es aufgeladen ist, macht Isaac einen verschieden starken Schrei. Ach so. Ja, I guess ähnlich wie das, aber halt mehr mit so einer Chargebar, die du dann hast, wie wenn du Tech-X schießen würdest. Also du meinst quasi Abaddon. Stimmt, das hat auch noch existiert. Ja. Aber ja, irgendwie so, bis halt das noch mit Synergies hatten so. Oder war das Abaddon, das so heißt? Ich weiß es nicht. More of the Void? Nee. Stimmt, More of the Void. Das ist ja mehr Abaddon. So ein Dark Brimstone Laser. Ja, es ist. Aber der pulsiert um dich aus dir heraus und wieder rein. Es ist texturenmäßig was anderes, aber. Ich denke, es funktioniert halbwegs ähnlich genug, um es zu vergleichen. Na. So, wo geht's denn. Okay. Wo geht's denn da noch weiter? Ich hab ein bisschen Redstone gefunden auch. Bitte sag, wir sind fast fertig mit dem Lag Sandwich. Ein bisschen was haben wir noch. Som. Sorry, du beschwerst dich, der Zombie fliegt gerade durch mit Luftfunk. Ich glaube, der Zombie, der hat dich, um dich zu beschweren. Eigentlich habe ich ihn schon viermal getötet. Danke. Oh, da ist noch einer. Oh nein. Er geht einen Schritt die Sekunde. Ich weiß, wie wir die Folge nennen können. Was? Wie? Lag Sandwich. Wow. Steak. Ich weiß, kreativ. Kreativ, aber. Es passt zur Folge. Es ist Lag und es ist ein Sandwich. Es ist ein Lag Sandwich. Oh mein Gott, es geht noch tiefer. Per Woll. Es hat kein Ende. Wo willst du hin? XP! Ach, zu XP willst du? Ach so. Na dann. Weil ich sehe Skulk. Aber, oh, das ist noch ein Diamant. Ich kann leider confirmen, weil ich bin irgendwann mal in Creative in Spectator rumgeflogen, um zu gucken, ob oder ob nicht. Hier ist auch wie in Muraldien kein
Deep Dark. Keine Ancient City. Okay. Was mich ein bisschen deprimierend macht. Deprimierend? Deprimiert. Ich wollte nochmal nachgucken, ob es wirklich garantiert spawn war, wenn Skulk ist. Ich meine, Lore-wise würde es Sinn machen. Wird ja impliziert, dass es aus den Portalen im Dings kommt. Und ja, warum soll es dann irgendwo random in der Welt so verteilt sein, weißt? Ich glaube, es ist nicht wirklich confirmed, dass es überhaupt ein Portal ist. Confirmed ist es absolut nicht. Es soll halt vague bleiben. Aber es gibt so kleine Varianten davon, die auch in der Ancient City umherschwirren. Die heißen Small Portal. Die sehen genauso aus wie das Ding, nur halt literally in klein. Und ja. Ja, okay. Yes. Das würde ich schon für Minecraft-Verhältnisse als confirmed ansehen. Alter, ich bin gerade an drei Catalysts vorbeigesprungen. Catalysts? Die Dinger, die reagieren, wenn du dich bewegst. Ah, stimmt. Sneak 100. Dun, dun. Dun, 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 dun. Hier ist absolut gar nichts. Ich hab ne Idee. Das war ein richtiger Waste of Time, Jan. Yeah, perwoll. Was? Ich hab ne Idee geschöpft aus der Überdachung, die ich gerade bastel. Okay. Was, wenn wir die Miner Space oder die Mine Base hier, die wir hier oben machen werden, ja. Nochmal mit Gras überdachen, wie so eine Hobbit-Höhle? Davon halte ich recht wenig. Ich habe drüber nachgedacht gehabt. So, das war überhaupt einer der ersten Gedanken, die ich hatte beim Überlegen für Bau und nee. Alter, die Höhlen sind riesig und ich finde extrem wenig Diamanten. Ich habe 3 jetzt in der Zeit. Und das waren 3 einzelne Spawns. Okay. Ich meine, es würde sich halt sehr gut anbieten, so wie ich das hier gerade mache. Ja. Aber, meh. Hopp, da hört die Welt auf. Da ist Gold direkt über nicht fließender Lava. Oh, hey, ich hab gegessen. Wow, es ist ein Tiefenwert. Oh, warte. Schaff ich's auch? Ja, ich schaff's auch zu essen. Okay, wie schwer ist es, Achievements einzufügen in Minecraft? Oh Gott. Kann der Block bitte jetzt abgebaut bleiben? Danke. So, irgendwann mache ich unter keinen Umständen ein Minecraft-Mod. Was wird dieser Mod machen? Er fügt Haufen Achievements hinzu, die dich einfach nur damit im Prinzip ein bisschen aufziehen, dass du irgendeine ganz basic Sache gemacht hast. Oh, weißt du, woran mich das erinnert? Ha? Höchstwahrscheinlich nicht, aber es gibt einen ROM-Hack für Sonic 2, der heißt Sonic, oder was, Sonic 1, egal. Sonic Omo Chao Edition. Das ist quasi das, was du gemacht hast. Also du kriegst so einen Achievement-Sound, der das Game anhält. Für literally jeden einzelnen Ring, besiegten Gegner und geöffnete Box etc. Ew. Und das... Nein, das wäre noch schön. Es wird immer länger. Es wird einfach immer länger. Oh Gott. Es fügt einen Loop jeweils hinzu. Ich hoffe übrigens, dass man überhaupt noch was sehen kann, weil ich laufe jetzt die ganze Zeit auch nur in der Dunkelheit rum. Ich meine, ich habe auf Bright. Aber... Ja, man wird nichts sehen. Ah. Wenn du in Minecraft in der Höhle rumläufst, dann musst du immer Fackeln mitnehmen, das ist leider ein Muss. Ich meine, wir könnten das wieder an der Stelle einfach heller machen.
Viel Spaß dabei. YouTube-Editor. Wie sollte es können? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Okay, ich bin am Ende einer Höhle angekommen und ich werde jetzt nicht nochmal die ganzen Wege ablaufen. Das heißt, ich setze hier kurz ein Kut und dann sehen wir uns gleich oben. Okay, und zum Ende der Folge wird uns Jan nochmal zeigen, was er da gemacht hat. Ich habe schon mal eine Diamond Peak Oxsh gecraftet. Und in 3 Sekunden sehen wir Jans Gebilde hier. Was zum Fick ist das? Ein Dach und eine Markierung, wo die Tür hin soll. Jan, das macht die Tür zu, es ist kalt. Die ist doch zu. Sonnenblume. Die habe ich dir gerade gegeben. Hast du? Ja. Dann kommt sie hier rein. Yeah. Wir können uns einen kleinen Sonnenblumenbalkon hier oben raufbauen. Yeah! Was, wenn wir da oben eine 2. Etage hinmachen mit 200 Millionen Sonnenblumen? Ich meine, ich habe sowieso vor, da eine Etage hinzumachen. Allein wegen dem Brücken. Wie wär's, wenn Sonnenblumen-Etage? Also, Jan. Ja. Das soll erstmal kommt halt der Teil, wo dann zur 2. Etage führt. Das heißt, hier kommt eine Treppe und dann da das Ding. Aber die andere Seite vom Dach bleibt flach. Das heißt, da können wir die Sonnenblumen-Etage hinbauen. Yeah. Es passt perfekt rein. Können wir jetzt das Lag-Sandwich ausmachen? Ja, wir können das Lag-Sandwich ausmachen. Was, wenn das Sandwich einfach wieder verschwindet, wenn du reinbeißt und du 10 Sekunden später landest in deinem Magen? Was, wenn du ins Sandwich reinbeißt, es verschwindet und taucht wieder auf? Dein Sandwich Rubber Bandit. Du machst die Butter rauf, wump, weg. Yeah. Oh, das Rubber Bandit ist Sandwich. Yeah. So heißt die Rubber Folge. Bandwich. Rubber Bandwich. Sehr gut. Dann liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln und freut euch auf die nächste Folge, wann auch immer die kommt, ich habe keine Ahnung. Kauft euch ein lila Bett. Yeah. Ich will auch ein lila Bett haben. Warum ist mein Bett nicht lila? Hast du einen Farbeimer? Nein.